Hey guys, what's up? Welcome to Ich kaufe da. Das war jetzt der Abercrombie & Fitch Style, ja? Ich sage einfach nur, hey, willkommen wieder zu Ich kaufe da. Heute wieder mit mir, mit meinen lilanen Socken. Und zwar stelle ich euch heute wieder was von Abercrombie vor. Moment, man sieht meinen Schatten. Das ist jetzt gerade ein bisschen scheiße. So. Und zwar zeige ich euch heute einen süßen Rock. Pink-weiß gestreift von Abercrombie. Und zwar sieht man jetzt wunderschön, kann man schon mal runterkommen, einen sehr flauschigen und süßen Rock. Ja. Er hat, wir wissen jetzt nicht mehr genau, wie viel er gekostet hat. Man sieht ein bisschen zu doll unsere Schatten. Man weiß jetzt nicht, wir wissen jetzt nicht mehr, wie viel er gekostet hat. Aber wir schätzen mal so um die 50, 60 Euro wird das schon gewesen sein. Abercrombie halt, ne? So, hier kann man unten in der Ecke sehen, in der von euch aus gesehen rechten Ecke ein Elch. Wie immer bei Abercrombie. Ja, ist wieder ziemlich klein, wie eigentlich immer. Dafür, dass er von Abercrombie ist, ist er halt so teuer. Okay, pink-weiß. Das sieht man ja eigentlich schon, ne, wenn man jetzt nicht gerade blind ist. Und wenn man jetzt mal hier näher kommt, kann man hier an dem Bund sehen, das ist alles schön geribbelt. Das heißt, da ist ein Gummizug drin. Das heißt, es ist für alle Hüften geeignet. Das heißt, wenn ihr jetzt eine breite habt, dann dehnt sich das aus. Wenn ihr eine schmale habt, dann zieht sich das wieder zusammen. Und wenn ihr jetzt genau hinkommt, wenn man mal näher kommt, dann sieht man hier, dass hier Linien verlaufen und die sich hier trennen. Das ist nur eine Falte. Das ist, damit es flauschiger wird. Und das ist ein, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, das wirkt dann halt alles flauschiger. Okay. Also wenn man das umdreht, sieht man hier einfach das Gleiche. Hier diese Falten, ne, damit das schön flauschig ist. Den Gummizug, der sich zusammenzieht. Ja. So. Jetzt sagt ihr, was ist das Weiße hier unten? Es hat mehrere Schichten. So, das ist jetzt hier die zweite Schicht. Das ist der zweite Unterrock, sage ich jetzt einfach mal. Wie man sieht hier, ist es sehr fluffig gemacht. Sehr die flauschig, sage ich jetzt einfach mal faltig, damit es schön fällt. Ist eine Schicht und hier sieht man nochmal so, das ist aber nur so ein kleines Stück, ich schätze mal so 5 bis 10 cm. Das ist einfach nochmal so, damit das, wenn das hochfliegt oder so, dass das dann ein bisschen geschützt ist. Und das gleiche ist dann hier halt auf der Seite auch wieder. Das ist sehr süß, den kann man schön im Sommer anziehen. Natürlich ist es auch nicht für den Winter geeignet, wegen der Länge. Der geht ungefähr, einen Moment, so. Bis hierhin ungefähr. Also wenn man es richtig an die Taille setzt, kommt drauf an, wie man ihn trägt. Das ist jetzt auch in höher zu tragen. Es gibt aber auch Leute, die tragen ihn so. Es gibt aber auch Leute, die tragen ihn so. Ja, ungefähr. Ja, aber sag ich mal, wenn man es jetzt normal an der Hüfte trägt, sieht man, ist nicht gerade der längste. Ja, so, das war wieder unser Video. Wir haben mehr Klamottenvideo noch von uns reingestellt, also bitte klickt die auch nochmal an, guckt euch die und kommentiert, wie ihr es fandet. Das labere ich aber irgendwie in jedem Video, das höre ich jetzt auf, damit zu labern.